So, da bin ich wieder zurück und ich habe endlich den Ausgang dieser Höhle gefunden, besser gesagt der Katakomben. Nachdem ich jetzt hier irgendwie durch diese Gänge geirrt bin, zwar noch ein, zwei Truhen gefunden habe, Als wir aber. gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, Velio. wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig für Anne. Ja, es ist wichtig, aber trotzdem ist es auch ein riesengroßes Risiko, was wir hier eingehen. Upsala. Nach Feldcroft zurück. Darf ich fliegen? Nein, ich muss laufen. Ich muss natürlich laufen. Na, dann komm mal. Ich nur unbedingt laufen muss. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte Anne Kobolde. nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt Hi. wie Ominous. Es würde sie nur betrügen. Confringo! Viel besser. Renros Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Revelio. Gut gemacht. Danke. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Was? Rauch, da drüben, beim Dorf. Was ist mit Feldcroft passiert? Verteidige. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilung. Okay. Dann nehmen wir mal den und wir nehmen mal den. Ich werde nicht ruhen. Schießt durch ihn durch. Achtung! Ihr schlagt sie nicht los. Oh oh. Oh oh. Junge, was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Ach Gott. Du hast das Richtige getan. Vielleicht war es nicht richtig.
Ich weiß nicht, es war schon richtig, sie zu retten. Ja, vielleicht aber nicht mit dem Imperio. Es war das Richtige. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Das wird noch schwierig werden. Okay. Revelio. So. Ich denke, ich habe jetzt alles eingesammelt. Aber hier ist niemand. Das ist doof. Der Händler ist, glaube ich, tot. Mist. Na gut, dann gehen wir erstmal zu Herrn Solomon Solo. Der wird außer sich sein. Ich glaub, was dachte er sich nur? Ich glaube, er wird nicht viel mit mir reden wollen. Verzeihung, Mr. Solo. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Renrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Okay. Ich sage ja, das wird nochmal ganz böse enden. Okay, Aufgabe erfüllt. Und ich soll mit Sebastian aus der in der Krypta reden. Sebastian ist quasi verbannt worden gerade. Oh Mann. So. Hier würden theoretisch noch drei Sachen kommen. Und ich gehe erstmal ganz fix nach Hogsmeade. Ganz geschwind. Ort der alten Magie. Ah, hier auch. Und dann... Erstmal schnell verkaufen. Dann auf jeden Fall, oder erst in die Geheimräume. Ah ne, erst in die Geheimräume identifizieren. Dann nach Hogsmeade verkaufen. Eventuell muss ich noch ein bisschen was austauschen. Vielleicht kann ich ja neue Rüstung oder neue Ausrüstung auf jeden Fall benutzen. Ah, gucken wir mal. Ja, Erodus. Habe ich gut verbraten. Kannst du mal ein bisschen was herstellen. Die hüpfenden Töpfe dürfen auch wieder weitermachen. 12. Dann könnten wir noch einen Fokustrank. Ups. Und identifizieren. Auch eine Tollhausmaske. Raunen haben wir noch 7. Okay. Dann gehen wir nochmal schnell die Alraun zupfeln und ein paar neue.
Und wir machen mal da Dünger rein, dass da mehr rauskommen. So. Und dann gucken wir mal zum Webstuhl. Incendio hat Stufe 3 Verbesserung. Warte mal. So. Da muss ich 82 sein. Handschuhe gibt es gerade nichts Besseres. Aber da könnten wir, glaube ich, noch was draufballern an Verbesserungen. Oh Gott. Welche Masken habe ich da gefunden, bitte? So. Da ist nichts besser. Bei den Hüten. Also, der hier hat 12 Verteidigung, aber auch noch nichts anderes drauf. Das heißt, ich würde den anlegen und den können wir dann mal aufhübschen. Der hat ein bisschen mehr. Okay. Mehr Verteidigung. Und das lasse ich erstmal weg. Er hat 13 mehr Offensive. 8. 14. 15. Okay. Umhang. Umhang und Hut verbessern. Dafür bin ich noch zu klein. Umhang, Hut, Schal. Alles klar. Umhang, Hut. Incendio, dann. Grausamkeit, Imperium. Dann nehme ich hier den Imperio. So, verbessern. 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 Okay. Schal. Umhang. Alle schändlichen Zauber. Okay. Und dann... Huch. Verbessern. Phönixfeder. Habe ich auch noch nicht zum Kaufen gesehen. Der Schal. Hat einen Stufe 2 Platz. Und nochmal eine Schwoblaufeder. Müsste ich echt mal so ein Vieh noch fangen, ne? So, und Stufe 2. Das kann ich bestimmt reinpacken. Expelliarmus, deutlicher Schaden. Kruzion. Dann packe ich mir mal Kobold-Reduktion rein. Expelliarmus, Kobold. Alle Schwarzmagier, alle Schadensarten. Und hier ist Imperio drin. Ach ja, die Brille. Schattenzahl alle, okay. Dann auch diese Feder. Die müssten wir uns echt mal holen, weil, ja. Achso. Denn, So, ist besser. Ich brauche die Feder leider sehr oft für irgendwelche Verbesserungen. Wer sitzt denn hier alles mit drin? Aha.
keiner. Nur ihr. Estrada. Ups. Ja, toll. Es tut mir leid. Das war... Okay. Das ist ja wie Kuhschubsen. Eieieiei. Entschuldigung, komm mal wieder. Oh, sind alle weg? Nee. Huchi. Entschuldigung. Hab mich verklickt. Das war ein Versehen. Aus Versehen einfach aus Versehen ein Bombarder gewirkt. Upsi. So. Dann du. Und du. Das kleine Tierchen hier auch. Achso. Sehr schön. Bist du noch gestreichelt? Mit dir kann ich jetzt was sammeln. Danke. Ja, wälz dich ruhig mal im Deck. Super. Dass hier auch ja irgendwie Haare super dreckig verklebte. Mega schlammige Testralhaare bekomme. Ich möchte gerne wissen, welche Haare ich da kriege. So, tschüss. Achso, wie viel kann ich hier noch? 4 Arten kann ich hier reinsetzen. Ups. Ja, ich könnte auf jeden Fall Bubla sammeln. Okay. Was ist hier alles drin? Aber noch ein Niffler. Wo ist denn mein kleiner Niffler? Da. Ja, sorry. Ich habe bloß gesagt, dass ich ganz schnell was nachschauen musste. Ja. Hatte irgendwie das Mikro nicht ganz wieder drauf gemacht. Ja, sorry. So. Und hier haben wir das Krötis. Schön, dass ihr alle hier seid. Diriclor, ja, nehme ich auch. So, jetzt kommen sie alle an hier. Ah, es gibt Essen! So, alle mal schön stillhalten. Jetzt kommen hier noch wieder Bürste drüber. Du hier? Ach, du isst gerade. Huch. Ganzen Dodo-Verschnitte. So. Ach so, du brauchst noch Essen. Mist. Hab dir gerade das Falsche gegeben. Sorry, sorry. So viel Viehzeug hier, ich weiß gar nicht, was ich als erstes sammeln soll. Mann. Das ist, steht alle ein bisschen nah beieinander. Oh, habe ich jetzt irgendwen übersehen? Da, dieser Kleine noch. Der kleine, freche. Der hier. Cooldown, cooldown, cooldown. Okay, jetzt kann ich wieder gehen.
Tschüss, bin wieder weg. Hab genug gestreichelt und gefüttert. Ich habe keine Zeit mehr, leider. Muss jetzt los. Aber ich komme wieder, versprochen. Okay. Soll meine Tränke mitnehmen? Sieben, neun. Also Erodus könnte ich nochmal nochmal machen, ne? Schaden würde es jetzt nicht. Und wie sieht es bei den Alraunen aus? Sie sind fast durch. Dann warten wir nochmal schnell, bis die hier durch sind. Sehr schön. Okay. Und alles andere ist auch fertig, ne? Nichts mehr unidentifiziert. Genau. Und ich wollte auf der Karte gucken, wo ich diese Tücher finde. Es wird schwieriger als gedacht, glaube ich. Das sind Kröten. Die habe ich. Hier ist nicht berüchtigter Gegner. Handbuchseite. Testrale haben wir. Blau. Bauer der Riesenlila Kröte. Blau. Chabanon. Aber man kann nicht sehen, welche Tiere man hat. Wir brauchen den Fuba. Und ein Grabhorn wäre natürlich geil. Chabanol war der hier, ne? Ja. So. Wer weiß, vielleicht kann man manche auch gar nicht einfangen. Hippogreif. Hippogreif haben wir auch genug. Die vermehren sich ja gerade wie die Karnickel. Obwohl, Niffler könnten wir noch einen nehmen. Wir haben nur einen. Ein Niffler wäre noch toll. Achso, ich weiß gar nicht, was ich habe. Habe ich ein Männchen oder habe ich ein Weibchen? Ich weiß es gar nicht. So, und jetzt zu dem Bau. Der ist hier. Da, genau. Hast du dein Testament geschrieben? Brauche ich nicht. Hast du deins mit? Vorsichtshalber. Ich würde es dir raten. Du kannst deine Augen nicht von einem hübschen Mädchen lassen, was? Was? Huch, alt. So, und dann nehmen wir das und das und das. Oft überfallen, die Leute. Ist dein Herrn vom Bandimanns befallen? Ja, ja. Also das ist schon mal ein Männchen. Ich glaube, ich habe schon ein Männchen. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt ist alles gut. Du bist ja anders weg. Da kommst du schnell auch nicht wieder. Revelio. Tja, wenn du nicht so vergesslich wärst, hätten wir wahrscheinlich noch mehr. Man kann nie zu viele Säcke haben, mein Freund. Bringen wir diese Sache hier einfach hinter uns. Eine Zeitverschwendung. Auch ein Männchen. Okay, das wäre doof. Ich will nicht mit Kobolden arbeiten. Nie und nimmer. Rockford ist irre. Haben sie mich nicht gesehen? Mutig. Ja, jetzt ist klar, wer zu Hause bleibt und den Ofen hütet. Ich traue Renrock nicht, das sag ich dir. Er wird uns verraten, sobald er die Chance dazu hat.
Was war? Du wirst dir wünschen, wieder in der Schule. Sonsana, Protego, oh. Campringo. Geschafft. Und auch noch eine Erschwinderin. Arresto Momentum. Na gut, dann nehmen wir noch Männchen mit. Beruhige dich, ich... Ach, okay, das war jetzt nicht ganz das, was ich machen wollte, aber fast. Irgendwas habe ich gefangen. So, wenn es nur ein Niffler ist. Ich kann ja nochmal vorsichtig hochgucken. Vielleicht... Vielleicht ist er jetzt wieder... Ein Weibchen? Oh. Revelio. Ne. Nee. Ah, na gut. So. Knuddelmuff. Nee. Hippogreif. Lila Kröte. Lila Kröte. Also hier schon mal nicht, ne? Mondkalb. Da sind auch noch Schmetterlinge unterwegs. Und wie sieht's hier aus? Keines. Da. Ah. Sehr schön. Wir porten bitte dorthin. Und dann auf geht's zum Fuber. Fuber. Braucht mindestens zwei. Das wäre klasse. Und die setzen wir dann einfach zu den Testralen rein oder so. Ich habe vor, mit dem Besen so schnell wie möglich 1150 Meter zurückzulegen. Weil ich es eigentlich super eilig habe. Ich wollte nur schnell die Tierchen fangen und dann wieder weg sein. Schön kalt hier. Da leben die? Nein, es ist ja Winter, aber trotzdem krass. Ja, ich weiß es auch besser. Eigentlich schon. Was für eine Riesenburg. Oha. Bin gespannt, ob wir uns da irgendwie durchkämpfen müssen. Oder ob das hier gerade... Ne, es sieht ganz gut aus. Oh, Eier. Und natürlich irgendwas für eine Merlin-Prüfung. Wow. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wo denn? Ach ja. Und doch jemand ohne Fahrschein? Nein? Revelio. Ah, gut. Da sind noch mehr Nester. Ich habe die ersten Obergewühl. Na dann. Meins. Uhu. Das glaubt Professor Howen nie. Ein Männchen. Ein Weibchen. Arresto Momentum.
Nein, der wirkt nicht mehr, der Zauber. Komm schon! Komm schon, ich will doch nur helfen. Ja! Gott sei Dank. Oh. Ich pass auf dich auf. Oh, Gott sei Dank. Revelio. So. Dann kann ich ja jetzt zurückporten zum Raum der Wünsche und kann endlich die Tiere da reinschmeißen in das Gehege. Perfekt, das ist perfekt. Und habe dann auch noch die Federn dazu. Gott sei Dank. Okay, ganz fix. Geh zu den Testralen. Und danach gehen wir zu Sebastian in die Krypta. So. Bei Männchen. Männchen und Weibchen. Haha. Bombarda. Na. Oh. Sorry. Erstmal muss ich alle Tiere hier irgendwie quälen, oder was? Mann, ey. Vergesst jedes Mal, dass ich, dass ich die Zauber wechsle. Ach, wie süß. Oh, Level up. Wow. Hohoho. So, wo ist es denn jetzt hin? Also außer das eine, was da drin sitzt. Da. Da ist es. Sorry. Okay. Also Bürsten und es gibt Federn. Und ich kann was verbessern. Achso, wir müssen ja hier durch. Und dann könnte ich mal gucken, ob ich das Nifflagetier auch noch... Ne, das ist fertig. Der ist fertig hier. Ah, ach ja, Phönix. Ha, ah, Phönix wieder. Aber hier, das geht. Oh, nochmal. Jawohl. Jawohl. Oh, Phönixfeder. Okay. Das ist doch gut. Kann ich in einen Niffler da noch irgendwie reinbasteln? Achso, was habt ihr denn für mich? Ihr Hüpfis? Donner? Maxima? Unsichtbarkeitsdrang? Na gut. Aber Unsichtbarkeitsdrang ist doch nicht voll. Maximal ist voll, ja gut. Ich nehme den einfach mal, dann kannst du weiter. Kannst du mir einen neuen machen. So. Achso, das war das falsche Gehege, ne? Zwölf von zwölf, vier von vier, alles voll. Alles voll, ich muss in die Mitte. Vergiss das jedes Mal. So viel Gehege schon. Ich könnte noch ein ganz großes gebrauchen. Also so ein richtig großes. Da ist ein Weibchen drin. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Na, das passt ja. Hey, du olle Schnabelente. Ja. Mahlzeit. Ja, dass dir das gefällt. Ja. Das kitzelt. Das ganze Geld raus. Das ganze Geld. So. Oh. Ja, wie sie die Bürste einfach einsteckt hat. Ist klar. Mhm. Das ist, das habe ich mir noch gedacht.
Wir haben jetzt aber drei Niffler hier drin, ne? Männchen? Weibchen, Weibchen? Okay. Hatten wir nicht auch ein Gehege hier? Nö. Ich dachte, ich hätte hier so ein Zuchtding. Nö, habe ich nicht. Na dann. Es muss mindestens ein Platz frei sein. Ach so. Das ist eigentlich grau. Soll wohl so sein. Nur dumm, weiblich. Nee, männlich, weiblich, weiblich, weiblich. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Dann packen wir den mal zurück und die könnten sich mal formieren. Gut, auf zu Sebastian. Ab geht's. Ich düster mal schnell hin und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hab mich sehr gefreut und würde mich riesig freuen, wenn du wieder einschaltest. Lass doch ein Like oder ein Abo da, ich würde mich mega freuen. Also dann macht's gut. Tschüss.